begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus Ihren Moderator, ja. Roland Stoller. Ich danke dir. Da ist er. Einen wunderschönen guten Abend. Aber diesmal haben wir ja echt so ein bisschen ja, Freiraum. Ne? Ich erinnere mich noch am Sommer, das war ja brüllend heiß, aber ich glaube, die Stimmung wird trotzdem gut. Und herzlich willkommen zur 20. Folge zum 5 Jahre Das Maß ist voll mit Melvin Schulz-Manningmann. Ja, wie immer, musikalische Einleitung und diesmal ein bisschen länger. Willkommen, liebe Leute, hier bei Wilhelm Maas. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen heute Spaß. Am Anfang hatte ich Sorgen, wie kommen wir hier zurecht? Doch nach den 20 Folgen, das läuft doch gar nicht schlecht, oder? Alles läuft so, wie es soll. Da sind sie, die Wiederholungstäter von vor 5 Jahren. Super herrlich. 3 Männer werden heute auf der Bühne rocken. Mit alten Instrumenten werden sie heute schocken. Sie singen altertümlich, sind kein kleiner Fisch. Der Name ist Porneuf, die machen uns heute frisch. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Einen haben wir noch. Doch ein Mensch hat besonders seit Jahren die an die Hosen. Ich meine, musikalisch kann er richtig posen. Genannt sei hier der Melvin, der Schulz und sein Klavier. Und manchmal mit Gitarre wurde er hier zum Tier. Ihr erinnert euch, ne? Dum, dum. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll, so voll, total voll. Bisschen Platz heute. Guten Abend, Dienstag. Melvin, was trinkst du? Roland, ich hab tatsächlich schon. Du hast schon was zu trinken. Ich hab schon was zu trinken. Okay, ja. Aber ich poste dir trotzdem zu. Ja gut, dann nehme ich Wasser und ich glaube heute... Ein Alt. Habt ihr denn auch Getränke gerade... Nee, zum heute Wohl. Nicht. Ja, okay. Ja, das ist das. Wenn man zwei- oder dreimal Sachen macht, dann ist das schon Kult und dann ist das schon wieder Wiederholungszwang. Ne? Aber gut, die Leute... Die, ja, okay. Also, das machen wir. Ja, das machen wir. Sollen wir das jetzt schon machen? Ja. Ja. Okay, dann pass auf, dann machen wir das jetzt so. Dann ist das jetzt mein Geburtstagsgeschenk an dich, mein lieber Melvin. Ja, das ist ja super. Mann, was freue ich mich. Er muss nachher, und das ist ganz schwierig, er muss natürlich nachher noch ein holländisches Lied singen. Und das mit so viel Intus, weiß ich nicht. Oran, ihr seid versorgt mit Getränkemarken, ist das richtig? Ja, also Axel Wolf und die Pächter haben hier mal einen rausgehauen. Ich habe gehört, 30 Liter, stimmt das, Axel? 30 Liter? Ja, also wenn die 30 Liter leer sind, dann fangen die Striche an. Aber primär soll es natürlich auch für euch als Gäste, aber auch Helfer und die Sponsoren sollen natürlich auch damit ein kleines Dankeschön erhalten. So, jetzt genug gelabert. Hip-Hop, rinnende Kopf. Scheiße. Ah! Ah! Boah, so, also das ist jetzt mein... Vor allem, ja. Nee, jetzt fängt das erst an. Hat jemand von euch das überhaupt schon einmal getrunken? Oh, Scheiße. Ja, hier ist noch einer. Also, wer will, ist eingeladen. Alter Falter. So,
Ich nominiere den Herrn Bürgermeister. Ja. Also, bist du mit meinem Geburtstagsgeschenk ein... Boah, jetzt krieg ich Schluck auf. Ach du Schreck, das ist ja ganz schlecht. Ist schon soweit. Nee, also, bist du mit dem zufrieden? Aber ich war noch nie so glücklich. Also, ihr lacht, das ist witzig. Sonst werde ich zum Geburtstag immer nur fett. Emma, du hast jetzt. Das Problem ist, wie jetzt, ich habe dir ja auch ein Geschenk besorgt, ne? Den Stolperknaben. Ja, den Stolperknaben. Nee, meins ist halt jetzt nicht ganz so toll. Aber? Ich habe gedacht, weil ja nach 5 Jahren, da muss man ja. Weißt du, was das an Selbstkontrolle gekostet hat, das nicht zu essen? Emma, das ist. Ach, das ist aber. Ist das. Aber eigentlich für euch alle, ne? Wir sind doch in der Kneipe, hat doch einer Feuer, also oder? Wir teilen das Feuer? Gleich durch 50, ja? Happy Birthday. Oh, Happy das ist aber so. Oh. Hör mal. Hat einer ein Feuerchen? Hat jemand Feuer? Ja, oh, das ist ja total nett. Boah, das ist. Ja, danke, lieber. Danke, lieber Bitte. Melvin. Danke. Mach an. Ich mach an, ja? Okay. Ich brauche noch was zu trinken. Okay. Also. Ich frage mich ja bei sowas immer, wer auf die Idee kommt, ne? Ja. Das ist wie Kühe melken. Das ist wie Kühe melken. Wer war der Erste, der sich das angetan hat, ein Stolperknaben, ja? Moment. Weil er sich gedacht hat, hör mal, das ist eine super Idee. Ja, aber Frage jetzt. Axel, hat sich denn der Stolperknabe durch unser Marketingverhalten hier bei den Kunden ausgewirkt? Also positiv? Ich wollte gerade sagen. Also, du hör mal, ich meine, ich bin ja Moderator, ich kann ja gewisse Dinge auch forcieren, Axel. Wenn du das möchtest, können wir auch Limo oder Gin oder Litschi-Saft demnächst hier anbieten. Aber das ist total, immer, ist das nett? Ist das, aber ich sag dir, das ist wirklich, ja. Wer trinkt so weit? Warum? Das ist wie Kühlmelken, ja? Wer war der erste Mensch, der sich eine Kuh angeguckt hat und gesagt hat, weißt du was? Da ziehen wir jetzt mal dran. Also ganz ehrlich, also ich glaube, jetzt bin ich durch. Vielleicht am Ende werde ich, wenn sich keiner meldet, ist herzlich willkommen. Wir können das auch nach der Show machen. Pass auf, also nochmal vielen herzlichen Dank. Bitte, ich habe auch noch was für dich. Was denn jetzt? Ja, sicher. Wir teilen den Kuchen. Wie viele sind denn da heute? Pass auf. Ich sag mal 60 oder so. Weil du bist ja immer so zivil angezogen beim Mars, ne? Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, das müssen wir ändern. Und ich habe dir eine... Nee, ne? Eine Geburtstagsjacke mitgebracht. Okay, das erinnert mich an meine alten Kabarettzeiten, ja? Wer hast du so frei? Hier. Ja, hier, jetzt. Ist nicht euer Ernst, oder? Ja, sehr. Ich würde es ja selber machen, aber wie gesagt, ich werde halt... Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt noch so ein Happy Birthday, aber jetzt seid ihr mir so einen hier reinhausen. Oder Happy Birthday kommt gleich noch, aber du musst ja dirigieren. Und damit wir deine Arme sehen, habe ich gedacht... Nee. Die kleinen Arme. Ja, Harry, du merkst... Ich würde... Harry Weinfurt, die Sendungen werden verschieben sich um 45 Minuten. Ich würd das in die Uni anziehen. Du wirst das in die Uni anziehen. Okay, also können wir jetzt anfangen oder hast du noch... Ich denke, wir können dem Master noch ein Happy Birthday spendieren, oder? Haben wir die Zeit noch? Ja, aber dann gilt das bitteschön an euch alle, an ihr lieben Zuschauer, Zuhörer und auch an das ganz tolle Mars ist voll Team. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes, das Maß ist voll. Happy Birthday to you. Da! Und da habt ihr schon die Musikanten gehört, die Pornöfs. Das war, ich weiß nicht, war das die 6. Stimme, die da rauskam? Also der Thomas, der kann ja 4-stimmig auf einmal singen. Das ist ja eine Konifere auf diesem Gebiet. Aber ich möchte, ihr Lieben, ich freue mich. Guckst du mal kurz an die Decke. So, seid ihr jetzt bereit? Guck mal kurz an die Decke. Ja. Sieht man schon? Ach, das bin ich? Das bist du. Die lebende Disco-Kugel. Also, ihr lieben Zuhörer, ihr lieben Fans von Das Maß ist voll, jetzt eine Frage, wer war bei allen 20 Folgen dabei?
eine Dame. Meine Frau, auch mal Applaus. Dankeschön. Das ist. Das, die Arme muss immer so viel durchhalten, nicht? Also in der nächsten Saison soll ich weniger private Sachen erzählen, ist mir gesagt worden. Naja, aber wer hat mir schon alles da? Und aus dem Stegreif würde ich das hinbekommen, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Wir hatten letztens Jörg Bausch, wir hatten Olaf Thon, wir hatten Eva Habermann, wir hatten Sven Ottke, wir hatten die Gruppe Wind, Frank Busemann, Melanie Hauptmanns, Regina Halmich, Sabine Weiß mit Thekentratsch, da ist sie, Kerstin, ein Teil von Thekentratsch, Hans Meiser, Toto, Gerd Rosenthal, Markus Krebs, Rita Süßmuth, Uli Borowka, Marc Keller, Yvonne de Barck, Dolly Buster und Dave Kaufmann zum allerersten Mal hier. Ist ein Hammer, oder? Also fantastisch, dass ihr da so mitmacht. Das ist jetzt eine Art Kult geworden. Ich weiß nicht, ob man das übers Mikro abspielen kann. Dave Kaufmann wusste davon und hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ja, liebe Freunde, hier ist der Dave Kaufmann. Ganz liebe Grüße an das Publikum von Das Maß ist voll und liebe Grüße an den Roland Donner. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schade, dass ich nicht hier sein kann. Ich bin gerade hier am schönen Tegernsee unterwegs. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und schon mal frohe Weihnachten. Ciao, euer Dave. Euer Dave. Also, Dave Kaufmann, die da gewesen sind, können sich noch daran erinnern. Wir waren mit Adnan Köse da, wir waren mit der Svenja Friemel. Ist die Svenja zufällig auch heute hier? Die hat gesungen. Ist sie da? Weiß ich gar nicht, habe ich nicht gesehen. Ja, wir hatten tolle Gäste gehabt und da freue ich mich. Und ich möchte natürlich zum Schluss, bedanke ich mich natürlich bei allen Unterstützern. Und da bin ich ganz herzlich dankbar. Aber ich möchte eine Gruppe direkt am Anfang schon benennen, weil das ist, wie ich das schon so oft sage, nicht selbstverständlich, aber die beiden genannten, und zwar ist das die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe. Herr Wagner, habe ich noch nicht gesehen, ist er irgendwie heute hier? Ist nicht heute hier? Oh. Das war der Werbeblock, ja. Also ich möchte mich ganz herzlich bei der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe bedanken, die dieses Format seit Anfang der Zeit schon unterstützen und auch nächstes Jahr ihre Unterstützung auch weiterhin zugesagt haben. Man versteht mich hinten, ist das... Man versteht... Lauter, kannst du mich ein bisschen hochfahren? Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, Probleme. Aber wir haben gecheckt, das Mikrofon ist in Ordnung. Also ruhig melden, wenn ihr uns nicht hört, ja? So, und natürlich ein ganz großes Danke geht an die Stadt Dienstlaken. Und da möchte ich namentlich ganz besonders natürlich unseren Bürgermeister, Herrn Dr. Heidinger, nennen. Vielen herzlichen Dank, lieber Michael, dass du von der ersten Stunde, als ich dich um 23.20 Uhr mit einer E-Mail belästigt habe, vor 5,5 Jahren, dass du da gesagt hast, hört sich gut an, mach einen Termin mit Herrn Pieperow. Und auch ein ganz großes Dank, weil das läuft über die Stadtverwaltung und den Fachdienst Kultur. Heute anwesend Thomas Termat, der Leiter von Kultur, mit dem Hutmacher-Team, Stefan Hutmacher, auch beiden nochmal der NISBA als auch der Stadtverwaltung ein herzliches Dankeschön. Danke, dass es nächstes Jahr weitergeht. Ja, so, der musikalische Teil wird gleich einsteigen. Wie war deine Woche? Einfach fühlst du dich gut drauf? Nach dem Stolperknaben? Bis zum Stolperknaben, ja. Liefst du ganz gut. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich werde mich jetzt outen. Ich bin in Wirklichkeit transfinanziell. Also, ja, ich bin ein Reicher gefangen im Körper eines Armen. Das wollte ich euch noch. Guck mal, ich bin transdick. Transdick? Ja, ich bin ein Schlanker. Ja, ein Schlanker, ja, ist okay. Eigentlich. Ja. Ich kann das nur nicht so richtig zeigen. Weißt du? Ja, aber weißt du, das kennst du ja, das ist nicht slim, ne? Das ist nicht slim bei dir. Oder wie wir bei der Sparkasse sagen, Kredit hält fit. Ja, ja, schade, dass Herr Wagner nicht da ist, ne? Ja. Jetzt kommen wir zu diesem achtstimmigen Trio aus 4 Personen, oder wie sagt man dazu? Bevor wir natürlich unseren heißen und, ja, der Preis ist heiß, jetzt komme ich darauf, ich wollte schon gesagt, heißen Gast, aber er ist ja, der Preis ist heiß, herzlich willkommen heißen, möchte ich natürlich nochmal Porneu vorstellen und ich darf euch hier vor die Bühne bitten oder auch meinetwegen so halb auf die Bühne. Hier sind sie, Porneu, sie beginnen hier die 20. Folge. Ihr fangt einfach mal an.
Ja, wir sind ja die mit den vielen Instrumenten. Haben wir dann heute auch mal so gemacht. Puretto viva, du sa mia, oh me bue, oh la, oh la la. Puretto viva, du sa mia, oh me bue, oh la, oh la la. Pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer. Pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer. Oh mais le mer, j'ai navigué. Oh mais bois, oh la, oh la la. Oh mais le mer, j'ai navigué. Oh mais bois, oh la, oh la la. Pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer. Pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer. Je retrouve quand je m'ai noyé. Oh mes bouées, oh la, oh la la. Je retrouve quand je m'ai noyé. Oh mes bouées, oh la, oh la la. Pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer. Pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer. Ton égrand-front, elle m'espérait, oh mes bouées, oh la, oh la la. Ton égrand-front, elle m'espérait, oh mes bouées, oh la, oh la la. Pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer. Pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer. Des mers du Nord aux mers du Sud, aux mers du Sud, aux mers du Sud, aux mers du Nord, aux mers du Sud, 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 pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer, pique la baleine, jolie baleine, pique la baleine, je veux naviguer. Also ich glaube, das war die erste Boygroup vor 450 Jahren. Pont-Neuf, wir werden sie gleich mehrfach nochmal hören im Laufe des Abends. So, und jetzt kommen wir nun nach 19 Minuten nach Start zu unserem Promi-Talk-Gast Harry Weinfurt. Und wie das üblich ist, wird er musikalisch angekündigt. Bitte. Heute freue ich mich besonders, dass wir einen haben, geboren in Den Haag, den haben wir eingeladen. Ihn kennen wir noch alle, von der Preis ist heiß. Es ist der Harry Weinfurt, wie hier jeder weiß. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Mit Harry Weinfurt hier live auf der Bühne in Dienstlake. Lieber Harry, nimm Platz. Danke. Ja. Ich stand da hinten und ich habe gesagt, hoffentlich nimmt keiner diesen Schnaps. Ist das eingefangen? Harry, du ahnst, also ich habe dich vorher gewarnt und du hast das Gesicht vom Pianisten gesehen? Ja. Hast du das wirklich gesehen? Also du bist ein erfahrener, weiser Mann. Riech erstmal. Also ich gebe... Also, es ist Hammer. Es ist Hammer. Ich heiße Weinfurt. Ja. Boah. Boah. Jetzt ist der Schnaps fort. So. Harry, ich habe dich gewarnt, das ist ein... Der ist wirklich furchtbar. Harry, darum... Bevor da ist ja Pfeffer drin. Hast du das schon noch nie getrunken, oder? Nee. Das war auch das erste Mal. Jetzt kommt es erst. Das entwickelt sich meistens, nachdem man es gekocht hat. Jesus. Es ist nicht abgesprochen. Es kommt in Wellen. Es kommt in Wellen. Ehrlich. Ganz furchtbar. Also, damit Und der Wirt wundert sich, dass die Gäste nicht mehr kommen.
man sollte diesen Destillator da verklagen. Ja. Jetzt müsste man nachher nochmal den Axel fragen, woher überhaupt dieses Getränk oder möglicherweise Inge und Hans können dann natürlich etwas dazu. Der Gerd stellt den her. Der Gerd Goch stellt den her. Und der Gerd ist nicht da heute. Der Gerd Abend. Ist heute nicht da. Der ist in der Brauerei. Harry, ich möchte gerne euer Bier nachher probieren. Ja, richtig. So. Also, was möchtest du? Pilzbier, möchtest du Altbier oder möchtest du den schönen trockenen Rotwein? Wir können dir alles. Ich möchte gerne ein. Ich finde das ja ein feierlicher Abend. Geburtstag, 20 Jahre alt. Ja. Fünf Jahre, 20 Folgen. Fünf Jahre, 20 Folgen. Genau, achso, ja, 20 ja. Jahre. Nee. 20 Jahre alt, fünf Folgen. Dann wäre das vielleicht nicht so kultig geworden. Ne? Da wärst du ja fast schon auf die Anzahl von Thomas Gottschalk gekommen. Naja. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Bierchen, hell, dunkel oder Wein? Oder Wein. Wein, Wein. Wein. Roter, trockener Weißwein. Rotwein. Roter, trockener Weißwein. Das kippelt. Ist schon. Das haut einen auch die ganzen Synapsen schon weg. Merkst du das? Ich bin neugierig, wie also, der Wein nach diesen Schnaps da. Also, ich trinke auf all ihr Wohl und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind. Ja. Also, Prost. Ich fäng schon ganz gemütlich an. Laura, du bist hier vorne und bevor ich natürlich Harry nochmal fragen werde. Warum muss man denn 1964 von Holland nach Deutschland übersiedeln? Bringst du noch mal dem Moderator ein dunkles Bier? Ja, danke schön. Aber bitte keinen Stolperknaben mehr. So. Kein Stolperknaben mehr. Du bist, mein Lieber, da sind wir schon ich drin. Ich bin von meinen Eltern verschleppt worden. Ach. Ja, es ist wahr. Also ehrlich, wir haben in Holland ja, wie ihr alle wisst, ihr wohnt ja nah an Holland dran, am 5. Dezember Nikolausabend. Und ich glaubte ja schon nicht mehr an ihn, weil ich war schon 15 und halb. Und mein Bruder auch nicht, aber meine beide Schwestern noch. Genau, du hast. Und die glaubte noch an den St. Nikolaus. Ja. Ich glaubte nur daran, dass die Geschenke für mich waren. Also, das schon. Aber nachdem alle Geschenke ausgepackt waren und wir tranken dann unser Kakao. Ja, liebe Kinder, ich muss euch was erzählen. Mama und ich. Dann habe ich gesagt, das ist schon mal die erste Lüge. Ja. Ne? Weil Mama spielte keine Rolle. Okay. Mama macht, Mama macht. Okay. Ja, also damals war das so Patriarchat. Ja. Nicht? Also ja. Okay. Papa sagt, wo es lang geht. Ja. Jarin, der hieß Marinus. Papa ist wann geboren? Und Mama? 22, Mama 27. Und okay. Papa war der Boss. Ja. Ganz einfach. Ja. Und Mama und ich haben beschlossen, dass wir übernächste Woche nach Deutschland ziehen. Also relativ viel Zeit noch. 10 Tage. 10 Tage okay. Zeit, um mich von all meinen Freunden zu verabschieden, von meiner Schule zu verabschieden, von meinem Sportverein zu verabschieden. Alles hörte auf einen Schlag auf. Ja. Und ich war ja schon mal entwurzelt worden von Den Haag nach Haarlem. Das sind zwar nur 40 oder 48 Kilometer, aber als 10-Jähriger und keine Autobahn ist das, da hätte auch auf der anderen Seite von dem Mond sein können. Und deine Freunde waren dann wahrscheinlich auch weg. Nicht mehr da. Ne? Ja. Haben gerade was neu aufgebaut, weg. Und eins kann ich euch allen sagen, ich beneide meinen eigenen Sohn, der ist in Roth bei Nürnberg geboren. Ja. Ist dort zur Kindergarten, zur Schule, zur weiterführenden Schule, hat seine Lehre in dieser Kleinstadt gemacht und er hat heute noch die 7 Kumpels, die er in der Kindergarten schon hatte. Er hat gesagt, das ist ein Reichtum, das kannst du dir nicht vorstellen, wie wichtig das ist. Also wenn deine Eltern in Dienstlagen geboren wären, dann wären die nicht weggezogen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil, ne? Also, ja, aber gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, du siehst ja, was für eine kulturelle tolle Szene wir haben. Ne? Also ja, aber das ist nur wenige Leute zu verdanken, die solch ein Kleinod am Leben erhalten. Ganz und dass man da dann auch verkehren kann. Ganz genau. Und du hast, genau, Applaus. Und das hatte ich, Harry hatte eingangs auch schon Inge und Hans
sind ja Urgesteine hier, über 40 Jahre hinter dem Tresen gestanden und auch Hans in der Küche gewuselt und alles Mögliche gemacht. Und alles ist so erhalten geblieben. Und auch beim neuen Pächter wurde auch gesagt, bitte alles das so lassen, wie es ist. Denn das ist Seele, das ist die Geschichte. Und ich denke mal, da hat man nichts falsch gemacht. Oder? Nein, absolut. Ich bin sowieso dafür. Und man sieht, man merkt, dass in den letzten Jahren hier nicht mehr geraucht worden ist. Und somit sind die Wände nicht ganz so gelb. Ja. Also, aber wie sie früher waren, aber das war das Patina der Jahrtausende-Geschichte. Ja, und mein Vater übrigens, der war der erste Integrationsbeauftragte in Deutschland, obwohl noch kein Mensch in der Regierung, Bund, Land, Stadt überhaupt an diesen Begriff gedacht hat. Ja. Mein Vater hat mir damals gesagt, wenn man nach Deutschland kommt, muss man die Sprache lernen. Ja, richtig. Und du musst eine Lehre machen, sonst bist du dein ganzes Leben lang ein Hilfsarbeiter. Und dann sagte er auf seine suffisante Art, und meine Kinder sind keine Hilfsarbeiter. Da wusstet ihr schon, ja, wo es lang geht. Sind sie auch nicht geworden, ne? Ja. Ja, und also, dann hast du gesagt, thank you well, Papa. Nee, dank Ihnen. Weil ich musste damals meine Eltern siezen. Nein, ach. Ja, ja, das war Mittelstand, ne? Das war so üblich. Krass, das brauche ich nur mit meiner Frau. Das war so schön. Mein Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger und der hatte eine Freundin und das wurde ernsthaft und die haben sich verlobt. Und da wohnten wir ja schon einige Jahre in Deutschland, ne? Mein Bruder war damals, glaube ich, 21, 22. Da sagte mein Bruder zu meinem Vater, Papa, Sie müssen jetzt, nachdem wir offiziell verlobt sind, Inge, das Du anbieten. Okay. Wie komme ich dazu, sagt mein Vater, sage ich, weil wir uns alle integrieren müssen. Ja. Ah, da konnte ich endlich meinen Vater einen auswischen. Das war nicht einfach. Ich wurde Kirschner. Ja, ich dann in der Werkstatt. Das war nicht mein Ding. Diese dreckige Felle und dann diese Haare und die. Nee, also das war nicht mein Job. Und wegen nachgewiesener Faulheit und Desinteresse wurde ich, müssen Sie sich mal vorstellen, von meinem eigenen Vater geschasst. Ich wurde rausgeschmissen. Ich war draußen aus dem Business. Und du fährst jetzt nach Hause und wir reden heute Abend. Also der war ein richtig ein harter Typ. Also der war ein harter Knochen, okay. Ja. Und, aber auch du sich selber. Aber nur zu dir oder zu deinen vier Geschwistern auch noch? Waren vier Geschwister oder drei? Ja, wir sind zu viert. Ich bin der Älteste. Ich bin der Älteste. Und wahrscheinlich, weil ich auch die Ursache für seine Ehe war. Und naja, du weißt ja, das ist. Was für Tor. Das kriegt man hier in Dienstlaken mit. Das steht nicht in der Bild-Zeitung. Nein. Bleibt auch unter uns. Es bleibt unter uns. Ne? Aber auf jeden Fall zu mir war er sehr streng. Peter, mein Bruder, der ist eher so ein Typ, der sagt ja. Peter, du bist dran mit dem Rasenmähen. Ja, Mom. Das war morgens um 11. Um 16 Uhr war der Rasen nicht gemäht. Ich war der Erste, der reinkommt. Ja. Rasen ist nicht gemäht. Da habe ich gesagt, warte mal, bis der Dicke wieder da ist. Dann hau ich ihm windelweich. Du wirst Peter nicht anrühren. Peter hat aber ja gesagt. Und es nicht gemacht. Ich habe gesagt, nee, ich mache das nicht, ich habe was anderes vor. Hast du zu deinen Geschwistern heute ein gutes Verhältnis? Ja. Ja, okay, gut. Also es lag nicht nur am Rasen, ja? Nein, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ja. Gott sei Dank. Die wohnen auch jetzt alle in Deutschland oder sind sie zurückgegangen? Alles wird dann. Peter, das ist typisch Peter, ne? Der ist in Hochstadt geblieben. Das heißt jetzt Maintal, Ortsteil Hochstadt. Der ist dort geblieben. Bei Frankfurt. Bei Frankfurt. Ja. Der ist dort, hat auch seine kleine Firma weiter betrieben. Der ist dort in der Kirchenvorstand. Der singt im Chor mit und so weiter und ist mit seiner Inge immer noch verheiratet. Ja. Und weil er immer ja sagt. Ja. Ist ja auch eine Philosophie.
wenn sich beide arrangieren und wenn Peter sich damit gut fühlt, ist doch alles okay, oder? Ja, ja, also der ist noch in Hochstadt. Mhm. Gut, und dann hast du noch Bistro gehabt und hatte so viele Sachen. Aber du, ich möchte jetzt eigentlich vom Kirschner kommen, den hast du abgeschlossen oder hast du. Nein, ich bin ja rausgeflogen. Ja, und du, genau, so war das. Jetzt hast du dann, und dann kommt, Wirtschaft. Dann kommt mein Vater zurück ins Büro und dann kommt seine Steuerberaterin rein und das war Fräulein Anneliese Bach, 55 Jahre alt. So klein Fräulein, und so rund mit ihren unsäglichen Dackel Sherry. Ein roter Langhaardackel. Ich hasse dieses Tier immer noch. Ich liebe Hunde. Ich habe selber auch einen Hund, aber wir haben immer Hunde gehabt, aber diese Sherry, weil wenn die Chefin ihre Tasche gepackt hat, dann legte der Hund sich schon quer vor der Tür, weil er wusste, jetzt geht sie weg und die nimmt mich nicht mit. Und ich, Harry, nimm den Hund, ja. Am Schwanz antäuschen und dann in den Nacken greifen und. Oh. Aber auf jeden Fall, mein Vater sagte zu Fräulein Anneliese Bach: Was mache ich mit dem Kerl? Der muss doch eine Lehre machen. Ja, dann schick ihn zu mir. Abends beim Abendessen, gerade gefeuert worden, meine neue Freiheit fing schon an gut zu riechen. Kam der Vater mit neuen Ideen. Morgen früh, 9 Uhr, bist du in Rödelheim bei Frankfurt und du bist bei Fräulein Anneliese Bach, du wirst jetzt Steuerberatergehilfe. Steuerberatergehilfe, das gab es. Gehilfe im Wirtschafts- und steuerberatenden Beruf, so heißt mein Job. Ja. Steuerfachgehilfe heißt das heute, weil man kann ja die heutige Jugend ja nicht mehr so viele Buchstaben zumuten. Aber... Und dann hast du gesagt, super, aber nicht so wirklich. Freue ich mich tatsächlich darauf, dass ich da, ich glaube, wir sollten eine Pause machen da hinten. Nein, aber irgendjemand hat sich gegen den Lichtknopf gelehnt. Der Gerd. Ja. Na, auf jeden Fall, ich habe gemerkt, ich komme aus die Nummer nicht mehr raus. Ja. Also jetzt zieh die 3 Jahre durch. Du hast es durchgezogen, du hast bestanden. Und weißt du wie? Ich habe schriftlich 4, mündlich 2. Ah. Da wurde bereits der Grundlage für das Reden gelegt. Genau, darauf nämlich wollte ich kommen. Und dann hast du wahrscheinlich schon dein Verkäufergehen entdeckt, dein Sprachgehen, dass du eben halt gut Dinge vermarkten kannst oder noch nicht so wirklich? Nein, noch nicht so richtig. Also ich wurde zu der Fluggesellschaft, wie ich dann gewechselt habe, nach diesem Steuerfachgehilfeprüfung. Du warst ja dann bei Olympic Airways, ne? Buchhaltung und Personalsachbearbeiter, das war mein erster Job. Was habe ich gesehen? Verkaufsrepräsentant war das? Das wurde ich nach einem Jahr, weil sie dann festgestellt haben, dass ich besser im Verkauf bin als in der Buchhaltung. Und somit wurde ich Junior-Verkaufsrepräsentant in Raum Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Und dann hast du gesagt, okay, da sind ja viele Flughäfen, also sprich Airline, aber du bist auch ans Wasser gegangen. Das heißt, du hast auch erst, eine Fischgesellschaft. Also ich bin erst in Frankfurt unterwegs gewesen, da hat man mich befördert zum Verkaufsleiter Nordbayern. Ihr müsst das so sehen, Olympic Airways, wir haben diese sogenannte Gastarbeiter Tickets gehabt. Wir hatten ja wahnsinnig viele Griechen Anfang der 70er Jahre hier in Deutschland und die hatten besondere Tarife, um nach Hause zu fliegen. Und somit hatten wir in Nordbayern hatten wir ja die Teppichwerke, wir hatten Adidas, wir hatten Puma und solche Fabriken und da arbeiteten tausende Griechen bei Siemens, bei Grundig, bei Adler und so weiter. Und da war ich mit meinem Büro und meine 4 Mitarbeiterinnen und wir waren da auch sehr erfolgreich. Aber dann mittlerweile Frau kennengelernt, geheiratet, dann 1,5 Jahre später kam mein Sohn. Und dann bekam 77 war das? 77? 76. 76, ja. Und dann kam die Aufforderung von Olympic, du musst nach Hamburg. Okay. So, ich habe ein Mittelfränkin geheiratet. Das heißt? Ein tausendjähriger Eiche hier aus diesem Park rausnehmen, woanders hinpflanzen, ist kein Thema. Ja. Versuch nur nicht, ein ländlich geprägte Mittelfränkin aus ihren Umgebung herauszulösen. Geht nicht. Du kannst gehen, das Kind und ich bleiben hier.
Okay. Ja, dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich auch. Und wenn man in ein internationales Konzern eine Beförderung ausschlägt, dann ist es eigentlich geschehen, weil dann sagen sie, der Junge ist schon satt, der will gar nicht mehr und so weiter. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einer neuen Firma und fand eine holländisch-englische Reederei, die Fährschiffe zwischen Holland und Großbritannien und zwischen Belgien und Großbritannien hat. North Sea Ferries von Rotterdam Europort nach Hull und von Seebrücke aus nach Hull. Also Fährüberfahrt mit Übernachtung, 5-Gang Abendessen, englisches Frühstück, alles inklusive, eigenes Auto dabei. Ja. Eine gute Geschichte. Habe ich die Verantwortung übernommen für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. Ja. Und das fand ich ziemlich stark. Das findest du ziemlich stark. Das ist jetzt ein schöner Break, weil nachdem wir jetzt wieder Pont-Neuf hören, werden wir dann darüber erzählen danach, wie du dann mit dem RTL-Chef Filzer in Kontakt getreten bist und wie dann natürlich die Gameshow an den Start kam. Ja, mit dir oder auch noch mit einer Art Doppelspitze. Erstmal bis hier, danke dir, lieber Harry Weinfurt. So, und Pont-Neuf hören wir jetzt natürlich. Musikalisch brauchen wir die ja nicht vorstellen. Und nachdem ihr dann euren Beitrag geleistet habt, dann kommt Thomas mal kurz zu mir und dann quatsche ich was mit Thomas. Ja, klar, logisch, bitte. Bist du noch bedient? Gut. Also, du hast uns quasi das Stichwort gegeben. Du hast uns das Stichwort gegeben. Die North Sea Ferries. Wir nehmen einfach mal die North Sea Ferry, fahren mit euch allen zusammen rüber Richtung Hull und noch ein Stückchen weiter. Einmal durch England durch und nach Irland. Near to Bembridge Town. In the county now. Near to Bembridge Town. In the county now for the morning. Town, oh mate, I've seen like a brown collie than a man in the county now. Warte. Wir hatten gesagt Irland. Machen wir mal so, tun wir mal so. Hatten wir vor 5 Jahren, glaube ich, auch. Tun wir mal so, als wäre das hier so ein Irish Pub. Ein Irish Pub, ja? Okay. Irish. Wenn ihr an dieser Stelle einfach mal eure linke Hand, eine alte irische Tradition, eure linke Hand nach vorne tun würde. Die linke Hand kommt nach vorne und überraschenderweise bitte ich euch auch, die rechte Hand noch nach vorne zu geben. Und die linke bleibt vorne. Und ihr werdet genauso wie unser Gast überrascht sein. Wenn er diese Hand zusammenbringt, kommt da ein Ton raus. And from Galway to die.
No, may I see like a brown colleen that I met in the county. Nicht zum letzten Mal hier vor der Bühne, mein lieber Thomas. Jetzt eine Frage, warum Pont-Neuf? Ich meine, ich kann es mir denken, aber sag doch mal, ja, warum das ist, Pont-Neuf? Das ist eine ganz komische Geschichte. Eigentlich sind wir also eine Chansongruppe, die den Zweck hatte, schöne französische Chansons, wie Stefan sie singt, mit so ein bisschen Mandolinenbegleitung, ein paar kleine italienische Canzoni und so zu sein. Nur, seit unserem ersten Auftritt sitzt Volker mit auf der Bühne. Keiner hat so ganz genau gewusst, wie er damals dazugekommen ist, aber also, er war einfach da. Aber du willst nicht sagen, dass er sich aufgedrängt hat? Nein. Nein, nein. Nein. Das kann er gleich selber. Aufdrängen. Er war da, saß auf der Bühne und spielte sich die Finger blutig. Okay. Ja, das lag daran, er hatte sich vor unserem ersten Auftritt geschnitten. So, aber wer sagt denn jetzt bei euch ja? So wie bei Harrys Bruder? Nein, ne? Alles passt. Ja. So, ich weiß ja, ihr seid ja rege hier in der Region und du bist ja auch nicht nur, gibt es ein Leader bei euch? Bist du der Leader? Du warst ja doch eine sehr Alpha. Nee, eigentlich nein, nicht. Nein, alle sind gleichberechtigt. Also aber was du ja auch noch machst, du bist ja Leiter vom Shantichor. Jo, auch das. Richtig, ja. Ja. So, wie kam das? Sind die auf dich zugekommen oder hast du gesagt, jetzt machen wir mal einen Shantichor? Nee, eher sind die auf mich zugekommen. Und also Shantichor, da muss ich natürlich die Geschichte ergänzen. Wir sind dieses Jahr zu einer Tournee mit Northy Ferries nach Hull gefahren und von da aus dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Whitby weiter und haben da gespielt. Aber jetzt trotzdem, Pont-Neuf, das war jetzt eine Schlussfolgerung, die Brücke in Paris und das habt ihr gesagt, das ja gut, jetzt, es ist die älteste Brücke in Paris heißt die Neue Brücke, Pont-Neuf. So, aber die nicht irgendwie restauriert war, die ist original erhalten. Ja. Es gibt ja viele Brücken in Paris. Ja, aber das ist die. Das ist die älteste noch erhaltene Brücke und die heißt eben Neue und das fand ich als musikalisches Konzept erstmal lustig. Ja. So, du bist beruflich, bist du jetzt in der Gruppe Pont-Neuf. Du bist der Leiter vom Shantichor. Was machst du denn noch alles? Das ist ja die übliche Frage, kann man denn davon leben? Ne? Man kann. Da noch aber Unterricht. Ich arbeite in Gitarrenunterricht und Dudelsack. Ich arbeite noch mit Behinderten in der Lebenshilfe, mit Chorarbeit und was denn so kommt. Im Moment haben wir ein wunderschönes neues Projekt, Dienstag nach Kinderkonzerte, klassische Musik für Kinder. Aufhorchen, ja. Wo ist das und wann findet das statt? Das viermal im Jahr, der nächste Termin ist aber erst Ende März wieder, war jetzt letzten Samstag. Okay. Thomas, jetzt habe ich bei euch auf der Internetseite geschaut, ihr spielt ja recht viele Instrumente. Jo. Ja, also 17 verschiedene Instrumente können auch mehr sein. Jetzt lese ich einfach mal vor. Mandoline, okay. Buzuka, ich weiß nicht, ob ich das... Buzuki. So. Ud, Drehleier, Tin Whistle, indische Rauchpfeife, aber das heißt Rauschpfeife. Ja. Dudelsack ist klar, Banjo ist klar und jede Menge anderes Gedöns und Gesang. Jo. Jetzt... Erklär mir mal den... Buzuki. Du weißt, was Buzuki ist. Woher wusstest du das? Olympic Airways ist eine griechische Fluggesellschaft und der Buzuki hast Nana Muscuri, die hatte Buzuki besungen. Da schließt sich... Achso, oh ja.
Gesang-CD hast du nie aufgenommen, oder ist das doch dein Ding? Doch. Ich habe jede Menge erfolglose Musik aufgenommen. Also. Das kenne ich. Ich habe ein Weihnachts-CD gemacht, das hieß Harry Weinfurt und die Isar-Spatzen singen Advents- und Weihnachtslieder. Da haben wir 20.000, 22.000 Stück verkauft, weil die Planung vom Management war scheiße. Pavarotti und die anderen zwei, die haben genau mit diesen Weihnachten ihre CD rausgebracht. Nein. Ja, da stehe ich allein als kleiner Holländer da und singe dann von De Herdetjes lachen bei Nacht, zij lachen bei Nacht in het Veld. Ja, interessiert sich keine Sau dafür. Aber wir, also, hätte ich das gewusst, dann hätten wir mal schöne Weihnachtslieder auf Holländisch anspielen können. Dann habe ich eine CD aufgenommen, das war ein Mega-Erfolg. Die Vorauszahlung war höher als was ich jemals an Tantiemen bekommen werde. Die besten Jahre mit Harry Weinfurt. Leslie Mandroki war mein Musikproduzent. Genghis Khan? Genghis Khan, ja. Leslie. Geile Lieder dabei. Ja. Vater und Sohn. Du bist der Wind in meine Segel. Ich gehe jetzt lieber angeln. Und solche Titel, also wir, die wir Welt sprechen gleich noch nicht braucht. Okay, Harry Weinfurt hier bei uns mit Thomas. Okay, aber wir kriegen ja mit, dass ihr nicht nur Instrumente beherrscht, sondern auch fantastische Stimmen habt. Und erstmal nochmals herzlichen Dank. Ihr geht ja jetzt nicht weg. Aber das soll es jetzt erstmal bis hier gewesen sein. Wir hören euch gleich nochmal und natürlich auch Volker und Stefan. Danke, Thomas, jetzt erst nochmal für deinen Beitrag. Ja. Von Bonneuf. Ja, jetzt kommt der Dankeswerbeblock, bevor wir wieder zu dir kommen, Harry. Denn wir sind ja dann ganz gespannt, weil Harry Weinfurt ist ja... Was ich schön finde, ist, dass wir jetzt viel über deine Familie wissen. Das wissen wir auch über deinen Papa wissen, den du ja mit sie ja schon ansprechen musstest. Das ist ja unglaublich. Ja, aber ich durfte nach dieser Verlobung, haben wir langsam, aber ganz vorsichtig das Du einschleichen lassen. Ja. Und weil wir ja integriert waren. Und jetzt war es so, wenn ich meinem Vater was gegeben habe, da habe ich gesagt, will je ook een kopje koffie, will je ook een glaasje wijn? Ja. Aber wenn ich was gefragt habe, darf ich auch eine Tasse Kaffee haben? Geben Sie mir bitte auch eine Tasse Kaffee? Das hat sich nie rausgegeben. Das war immer so. Immer so? Ja, ist immer drin geblieben? Immer drin geblieben, bis sein Tod, ja. Okay. Ja. So, jetzt ist ein schöner Übergang, mein lieber Pianist. Vielleicht kriegen wir das hin. Weil wir über den Tod geredet haben. Nein. Nein, weil... Nein, ich beziehe das einfach auf das Verhältnis da, zu dir und deinem Vater. Das war jetzt ein bisschen dramatisch. Nein, aber dass du einfach, das hört sich doch positiv an. Also trotz aller Sachen. So, jetzt haben wir mal, Harry, wir haben oben Backstage, haben wir mal gegoogelt. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Ja? Wer kennt das nicht? Oder wer kennt, Holland ist die geilste Stadt der Welt? Okay, das sind gar nicht so... Gar nicht so viel. Da musst du erzählen. Erzähl mal, also, ich bekam eine Anfrage von einer Gruppe aus Essen, die sich da nennen die 257er. Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit. Ja. 257er, sagt euch nichts. Das ist ein Rapperband. Doch? Ah, doch. Ja, doch, einige, kennt ihr sie? Ja, einige, ja. Also auf jeden Fall Anfrage. 257er, Harry, wir haben einen Song. Der heißt, Holland ist die geilste Stadt der Welt. Wir machen jetzt ein Video darüber. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich daran beteiligst. Da habe ich gesagt, ja, Rapmusik und geilste Stadt der Welt und lecker. Ja. Da habe ich gesagt, ist nicht mein Ding. Ich sitze im Auto, ich habe ein paar Freunde im Auto sitzen. Ich habe gesagt, hört euch das mal an. Ja, wie geil ist das denn? Da habe ich gesagt, ja, ist das geil? Ja, das ist super. Also, das ist super. Warum? Ich sage, ja, ich soll da ins Video machen. Du wolltest erst gar nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht. Aber meine Freunde haben mich dann überzeugt. Das sind aber Deutsche, die das singen. Ist das richtig? Das sind Deutsche. Ja. Die haben das dann in Holland größtenteils aufgenommen. Ja. Und das Refrain singe ich gar nicht mit. Ich bewege nur meine Lippen synchron zur Musik, so wie 90% der deutschen Schlagersänger das tun. Ja. Und
Bis auf die zwei, drei, ja, wo ich gerne die noch live sehe. Genau, bis auf letztens Jörg Bausch, der hat richtig geil performt. Ne? Aber Jörg kann es ja auch. Alles gut, ja. Jörg, ja. Ich kenne einige, die auch live performen. Ja, und dann waren die mit dem Kamerateam bei mir zu Hause. Ich habe mein Wohnmobil hingestellt, habe mich vor mein Wohnmobil auf den Stuhl gesetzt, Hund im Arm, und ich singe dann einfach. Dann stelle ich mir eine andere Stelle. Dann stellst du bitte da hin, da haben wir schön viel Land, da machen wir ein paar Windmühle hinterher. Ich stelle mich wieder hin mit zwei Händen. Und dann noch einmal, glaube ich, in dem Song, ich komme drei oder viermal drin vor und ich werde auf der Straße angesprochen. Ey, Herr Weinfurt, ey du, dein Song ist klasse. Und jetzt sagst du mal bitte, wie viel Mal auf YouTube dieser Song angeklickt wurde. Was schätzt ihr? Was schätzt ihr? Oder nicht die, die es wissen, die bitte nicht sagen. Was schätzt ihr? Wie viel Mal YouTube, ne? 50.000, 60. Weiter. Weiter. Wie viel? 14? Höher. Wie viel? 35? Heiß. 34 Millionen Mal angeklickt. Ist dieses Ding angeklickt. Guckt euch das mal nach der Show an. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Und nun wird unser Pianist dir, denke ich mal, ein kleines Ständchen bringen und mal gucken, ob du dann den Song erkennst. Und Melvin, du brauchst gar nicht so schnell zu singen, wie die Jungs das machen. Melvin Schulz-Menningmann, Holland ist die geilste Stadt der Welt. Ich würde vorher zwei Dinge gerne noch sagen, beziehungsweise eine Sache sagen, eine Sache fragen. Und zwar, es gibt ja diese Liste mit Bildern von Leuten, die nicht rappen sollten. Und ich bin ganz oben drauf. Ne? Das schon mal vorweg. Und dann wollte ich noch fragen, weil ich spreche kein Holländisch, ich wollte fragen, was bedeutet lecker neuken op de wallen zonder te betalen? Das heißt, lecker poppen. Ja. Im Rotlichtbezirk von Amsterdam, de Walletjes. Ja, ohne zu bezahlen, ohne oder? Nie betalen. Kulturhauptstadt Dienstag. Ne? Okay, wir haben keine unter 18-Jährigen. Hau rein, Melvin. Ich glaube, dieser komische Schnaps lässt mich Dinger sagen. Das habt ihr mit Absicht gemacht. Okay. Melvin. Deine Aufmerksamkeit. Er hat wie im Sommer in Holland mal mit dem Roller auf der Bahn. Voll auf Knolle, ein paar Dollar und einen Bollerwagen waren. War das voller als sonst, weil ich schon mal Holland fahre. Sonntags, wenn ich fahre mit meiner Onna auf dem Arm. Ich muss aber mal was sagen, für ein Königreich ist Holland wirklich keine große Stadt. So nah am Wasser kommt eine Welle, sind die meisten erstmal nass. So lange Haar zu dem Land, ich kaufe mir eine Dose und bezahle keinen Pfand. Holland ist voll geil, hier gibt es Fleischkroketten, die von innen so aussehen wie bereits gegessen. Lecker. Du hast eine Cola von Meckes auf deine Hose gekleckert. Trink lieber Schokomesh Shepard auch zu dem Dope einfach besser. Juppie Sauce finde ich lecker. Allgemein, was hier geht, jeder smilet und ist breit auf dem Bike unterwegs. Hier ist einiges okay. Holland, meine Stadt, hier will ich eigentlich mal leben. Achtung! Lecker Strand und lecker Maischen, lecker Waldkante. Lecker Schokomel und Fladen, wir sind high, high. Lecker Neuken auf die Wallen, sondern zu bezahlen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Lecker Strand und lecker Maischen, lecker Vakantante. Lecker Schokomel und Fladen, wir sind high, high. Lecker Nacken auf die Wallen, sondern zu bezahlen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Soll ich die zweite Strophe aufrufen? Wollt ihr nochmal die zweite hören? Warte, da muss ich erst den Text suchen. Hallo, kannst du mal aufhören? Warte, ich habe gleich. Er muss das. Soll ich dir helfen? Nee, bitte. Nee, bitte nicht. So, ist schon schlimm genug. So. Ohne Brille würde ich das ganze Gerät nicht erkennen. Oder? Ich kann das überhaupt nicht lesen, aber ich probiere einfach. Okay, zweite Strophe.
In der City, wo man mich mittlerweile kennt, lecker Bitterball mit Senf, dazu eine Fritte mit Getränk, bisschen kiffen, selbstverständlich. Alle schieben Optik, keiner ist aggro, alle schieben Optik. Holland ist der Boss, ich finde Windmühlen cool. Jedes Mal am Strand muss ich erst Schwimmvögel suchen, auf dem Zeltplatz später für einen Fünfer geduscht. 2 bis 3 Stündchen sind gründlich genug. Keine Düne, ein Problem mit vernünftigen Schuhen, alles klingt hier lustig. Schlümpfe sind Smurfs, Fahrräder fietzen, Bier nennt man Bier. Jeder Sommer am Strand, Holland Vakantje, Grillen und Angeln, die Frikante. Im Supermarkt, danach dann Pilze sammeln. Im Fachhandel nebenan, denn die haben die beste Auswahl des Landes. Lecker Strand und lecker Maisi, lecker Vakantje. Lecker Schokomel und Fladen, wir sind high. Lecker Neuken auf der Wallen, schon der Tippe zahlen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Lecker Strand und lecker Maisi, lecker Vakantje. Lecker Schokomel und Fladen, wir sind high. Lecker Neuken auf der Wallen, schon der Tippe zahlen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Einmal noch. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Melvin Schulz, genannt Manningmann, der Rap-Hasser. Also eine wahnsinnig geile Performance, möchte ich mal sagen. Und Melvin, ich muss jetzt mal zu dir kommen. Um Gottes Willen. Ja, ja, um Gottes Willen. Also, Die meisten kennen dich ja, aber trotzdem möchte ich nochmal sagen, du hast jetzt einen wahnsinnigen Ritt die letzten Wochen gemacht, denn das eigentlich stimmt. Ist das ja nicht deine musikalische Welt, sondern die Musical-Welt. Das stimmt, jetzt ja. 3, 5 Sätze, wo warst du die letzten 4 Wochen? Ich war die letzten Wochen in Münster, Überraschung, ich wohne da und ich bin dort Teil des Freien Musical-Ensembles Münster, das ist eine Amateurtruppe, wir sind um die 100 Leute, immer mit Orchester und Chor und führen jedes Jahr halt ein Musical auf, x-beliebig. Und dieses Jahr war es Scrooge, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die wir zum 4. Mal gespielt haben mittlerweile. Bin ich 2013 noch mit eingestiegen, tolles Stück. Was hast du da jetzt gespielt? Ich habe den Geist von Scrooge, toten Geschäftspartner, gespielt, der ihm begegnet nach 7 Jahren und ihn halt warnt und ihn anhält, sein Leben zu ändern, wenn er nicht so enden will wie ich. Wie viele Aufführungen habt ihr gehabt? 12. 12. Genau, jetzt Sonntag war die letzte. Mhm. So, und das heißt, wie viele Zuschauer habt ihr dann? Gibt es schon die kumulierte Summe? Wir waren, glaube ich, bei allen Vorführungen tatsächlich ausverkauft. Das erste Mal in unserer Geschichte. Es sind immer um die 400 Leute gewesen. 400 mal 12 sind 4.800 Leute. Ist doch schon mal eine Nummer, oder? So, das ist Melvin Schulz-Manningmann. Und jetzt ist Lupudelei angesagt, wir haben Geburtstag, also mit dir zusammenzuarbeiten ist manchmal ziemlich, ich frage dann so um 20 nach 6, Melvin, du weißt, wir haben gleich Auftritt, ne? Ja, ich bin auch gleich da. Ja, was heißt das? Ich bin jetzt noch auf der A40, ich dachte, da ist jetzt gerade Stau. Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Dann machen wir Probe am Telefon, wir sprechen nochmal den Ablauf durch. Das war ein. Aber es, nein. Es ist in Summe, es ist super schön mit dir und ich glaube, aber darum arbeite ich auch so gerne mit dir zusammen. Auch nochmal dein Dollar Applaus. Dankeschön. Ganz toll, ganz fantastischer Künstler, Melvin Schulz, genannt Manningmann. Umgekehrt, warte, du kriegst. Umgekehrt ist das halt auch so, ja. Maß ist voll, ich trage mir das ein in den Kalender, ja, immer mittwochs. Und dann weiß ich genau, dienstags abends 9:30, ja. Klingelt der Telefon, immer Melvin, kannst du dich noch so 1, 2, 3 Songs schreiben? Nicht vorbereiten, schreiben. Ja, wir haben noch den Gast und dann fände ich cool, wenn wir das und jenes. Und dann, ja klar. Okay, nicht rechtfertigen. Man nimmt das Feedback, ich habe ja gelernt, Feedback aufnehmen, ohne sich zu rechtfertigen. Nein, Quatsch. Hau raus, Melvin, Holland, hau raus. Holland, ich hab dich lieb. Ja, okay. Melvin Schulz, Dankeschön. Lieber Harry, kommen wir mal, genau jetzt. Und das ist nämlich, aber du wärst ja jetzt nicht da, wo du jetzt bist, wenn sich RTL, Herr Filser, mit dir mal unterhalten hat. Wie ist das entstanden? Wie kam denn das? Ich habe mich von Nancy Ferrix verabschiedet. Du musst dich selbstständig machen. Und da habe ich eine Idee gehabt. Dann habe ich ein Marketingunternehmen gegründet für Gruppenreise zu Zielen, wo nicht jeder hinfliegt. Nach Tadschikistan, Usbekistan, Korsika war und Terra Incognita, Elba, flog keiner hin. Mhm. Und ich habe Charterlinien dorthin gemacht,
später dann mit meinem Partner. Und das lief hervorragend. Da wurde dann der Tours auf uns aufmerksam. Auf, ja. Und die haben dann freundlicherweise mir die Firma abgekauft. Und yes! Yes! Und aber wir waren weiterhin Geschäftsführer, mein Partner und ich, und wir hatten einen Beratervertrag, auch nicht auch schlecht. Nicht schlecht. Verantwortung liegt bei den anderen. Und, du bist einmal im Monat gekommen und hast dann... Nee. Ich war richtig heftig unterwegs und im operativen Geschäft tätig. Ja. Ja, und eine unserer Partnerfirmen war Norwegian Cruise Lines, und da rief der Chef mich an. Der hat gesagt, du Harry, pass auf, ich habe hier eine Gruppe Journalisten, die musst du begleiten. Wir fliegen mit Pan Am nach Hollywood und 4 Tage machen da bestimmte Ausflüge mit denen, und dann gehen wir an Bord von unser Schiff und machen an der Westküste Amerikas eine 4-tägige Kreuzfahrt. Kannst du die begleiten? Ja, kann ich. Und wann komme ich wieder zurück? Ja, am 7. landest du in Frankfurt. Da habe ich gesagt, das ist gut, das passt genau. Und ja, da bin ich mit der Gruppe nach Hollywood geflogen. Ein bisschen makabre Geschichte an der Seite war, der Haupteinladende war Norwegian Cruise Lines in Zusammenarbeit mit Pan American. Und da kam ein Boeing 747, rollte auf diesem Gate zu, und da stand auch noch drauf, Maid of the Seas, also Meerjungfrau. Und da habe ich gesagt, ach, das finde ich ein Service. Wir fliegen zu Norwegian Cruise Lines mit der Meerjungfrau. Mhm. 6 Wochen später liegt dieses Flugzeug bei Lockerbie platt. Ja. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, wenn man dann diese Bilder sieht, dann wäre meine Fernsehkarriere noch nicht mal angefangen. Ja, ja. Der hätte gar keine Chance gehabt, mich anzusprechen. Ja. Also wir sind nach Hollywood geflogen. Wir waren ein paar Tage in Hollywood, wir haben da sehr viel Spaß gehabt. Ich habe für die Leute, die keine Englisch sprachen, übersetzt und noch ein paar andere nette Geschichten erlebt. Und auf einmal sagte Jochen Filser, damals Unterhaltungschef RTL, der war mit dabei, könntest du dir vorstellen, bei uns eine Game Show zu moderieren? Habe ich gesagt, ja. Das war dann so Ende 80, ja? Das war 88, ja. September. Okay, ja, ja. Und eigentlich genau vor 30 Jahren. Ja, jetzt kannst du auch Geburtstag feiern, ne? Ja. Stimmt. 89 habt ihr angefangen, ja? Ist das richtig? Die erste Sendung war in 89. 89, ja. Nächstes Jahr. Ja, und 88 wurde ich entdeckt. Und ja, ich habe gesagt, ja klar kann ich mir das vorstellen, wenn du mir sagst, was ein Game Show ist, weil das Wort war mir nicht geläufig. Dann sagte er, ja, das ist eine Art Quiz, da können die Leute Konsumgüter gewinnen. Und da habe ich gesagt, ja, für 45, 50, 25, 35.000 und diese Summen, da habe ich gesagt, einmal im Monat. Nee, sagt er, jeden Tag. In dem Moment habe ich hinten schon ausgeschaltet, weil ich gesagt habe, ich kann nicht jeden Tag im Fernsehen sein. Ich habe ja immerhin 14 Mitarbeiter, für die ich die Verantwortung trage. Also vergiss das mal, Weinfurt. Schöne Gedanke, aber ist nicht. Und da habe ich gesagt, ja, ist gut. Und ich habe ihn auch nicht mehr darauf angesprochen. Da waren wir 2 Tage später auf dem Kreuzfahrtschiff und er liegt mir da auf dem Schiff auf so einer Liege. Ich laufe vorbei und sage, hey Harry, komm mal. Sag mal, du hast das so abgetan. Interessiert dich das nicht? Ich habe gesagt, doch, ich finde das unheimlich spannend. Aber ich habe gesagt, wenn du das unbedingt willst, dann musst du mich fragen. Ich renne jetzt nicht hinterher. Ich habe 16 andere, die ich zu betreuen habe. Ja. Und dann kam er am Tag darauf und hat gesagt, du musst bleiben. Die Gruppe fliegt doch am Donnerstag heim. Ich habe gesagt, ja, mit mir, weil ich weiß, ich habe eine Gruppe zu begleiten hierher und ich habe eine Gruppe zurück zu begleiten. Ja. Ja. 2 Leute bleiben hier, das seid ihr beide. Und ich nicht. Ja, aber hier, ab Montag wird The Price is Right wieder produziert und ich will unbedingt, dass du das anschaust. Da habe ich gesagt, Jochen, das geht nicht. Ich bin dann nach Hause geflogen, meine Frau und mein Sohn haben mich abgeholt, wie nach Holland. Und wie ich Dienstag zurückkam, lag ein Päckchen da mit einem Videoband. Ich sollte das Video mir anschauen, genau, in Abwesenheit diktiert. Und ich habe das Video 5-mal angeschaut und gesagt, ist das eine geile Sendung? Ja. Aber jetzt mal eingestreut, du hast mit deinem, der Preis ist heiß, 1873 Folgen auch gemacht. Das ist richtig, ja. Das ist auch nicht wenig. Auch nicht wenig gewesen, ne?
Von, das ist natürlich schon. Von 89, von, also, Jahre, ja? 8 Jahre lang? 88 mit den Proben angefangen, 89 gesendet bis 97 ja. Dezember. Ja. Ja. Und da baut man Fallgruben ein in diesem Casting. Aha. Wenn es euch interessiert, kann ich das mal erzählen. Ja, ja. Und zwar folgendermaßen. Jetzt kommt meine Lehre wieder zugute, dass ich Zahlenmensch bin. Okay. Ja, ja. Buchhaltung. Ja. Harry, wir spielen jetzt das Spiel Drei Nieten. Du kriegst ein Säckchen, da sind die Zahlen drin vom Preis vom Auto. Und der Kandidat darf ziehen, da muss er sagen, an welcher Stelle diese Zahl im Preis vom Auto, diese Zahl hinkommt. Stimmt es, macht's bing, stimmt's nicht, kommt die Zahl wieder zurück im Säckchen. Das darf er so lange machen, bis die Zahlen sind. Aber im Säckchen sind auch drei Nieten. Das Auto kostet 23.456 Mark. Was sagt ihr das? Das war noch voll im Euro, oder was meinst du? Ich hab doch Mark gesagt. Ja. 23.456, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, der Kandidat kommt. Tag Detlef, ja, jetzt darfst du ziehen und bitteschön, er seine Hand rein, erste Zahl kommt raus. Eine 1. 2, 3, 4, 5, 6, da kam keine 1 drin vor. So, jetzt habe ich das Säckchen, da steht die Kamera, hier habe ich das Säckchen. Ich nehme die 1. An welcher Stelle soll ich kommen? An erster Stelle. Die 1 an erster Stelle? Nee. Dann mach dich ein freudschen Versprecher. Falsche Zahl an falscher Platz. Will das Ding im Säckchen schmeißen? Will das Ding im Säckchen schmeißen? Trifft den Rand am Säckchen vorbei auf dem Fußboden. Nimm das Säckchen. Nächste Zahl. Und er hat die nächste Zahl gezogen. Und dann haben wir dann, hat am Ende das Auto gewonnen. Die haben hinterher, Frame by Frame, Bild für Bild, man sieht, wie dieser Chip aus meiner Hand fliegt. Man sieht, wie das Säckchen Bing macht, als wäre ich ein Magier, ja, also der mit den Fingern schnipselt. Und das Ding trifft den Rand, geht am Säckchen vorbei, aber die Kamera hat leider nicht offen gehabt, sondern zu. So war ich dann unten abgeschnitten, somit haben sie das nie gesehen. Okay, ja. Und ich habe das hab gesagt, das ist der eiskalteste Hund, den sie je gesehen haben bei einem Casting. So raffiniert. Aber das waren so ein paar Kleinigkeiten. Und 2 Tage später bekam ich einen Anruf, ich soll nach München kommen. Ja. Und man hat mir dann die Sendung angetragen. Also so ein eiskalter Vertriebshund, da hast du dich überhaupt nicht von beirren lassen. Und das hat dir wahrscheinlich was auch geholfen. Was die nicht gesehen haben, dass meine Knie gezittert haben, okay, dass ich meine Hand so stark um das Mikrofon gehalten habe, damit man das nicht sieht. Ja. Also ich habe das Ding einfach eingeklinkt. Man ist nervös. Ja. Ist so. Ja. Auch vorhin, bevor ich hier reingekommen bin, war ich nervös. Wirklich? Ja, klar. Ist immer noch vor jedem Auftritt? Jeden Auftritt. Ist das so? Ja. Haben wir nicht gemerkt, oder? Ich habe schnellstens den Schnaps geholt. Harry, schön, dass du bei uns bist. Ist die Zeit schon um? Nein. Ach so. Wir machen ja immer, ne, wir sprechen, wir machen Musik und jetzt darf ich schon mal, bevor Ponneuf jetzt nochmal hier vor die Bühne kommt, würde ich gerne nochmal mit dem Melvin nochmal kleine 2 Dankeshymnen singen, 2 Dankesstrophen. Ja? Das können wir doch hin. Ja, du kannst gerne, wenn du zwischendurch nochmal wohin möchtest, ja, und dann holen wir dich wieder, ja, alles gut, ja. Sparkasse und Stadt, die sponsern wieder heiter. Das freut uns umso mehr, im nächsten Jahr geht's weiter. Wir sagen herzlich Dank, vergessen das euch nie und wünschen uns so weiter voll die Harmonie. Okay, war ein bisschen geschleimt, aber ist egal. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist wohl. So, jetzt kommt eine Strophe, die ist sehr, sehr wichtig für mich, weil
Damals hat die Inge und der Hans geladen, auch die neuen Pächter konnten sich dran laben. Riesengroßes Danke an Familie Maas. Wir sind uns ziemlich sicher, wir haben heute Spaß. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Wieder mit Schulz Manningmann und den Pornöfs. Auf geht's! So, was habt ihr jetzt im Repertoire? Den Stefan. Den Stefan. Die Pornöfs! Live, auch am 4. hier nochmal Advent, richtig? So, jetzt darf ich nochmal. 4. Advent, ist das richtig? Machen wir gleich nochmal Werbung. Stefan, lauf nicht weg. Volker, bleib Vierten Advent, zu mir. Traditionell Folk am 4. F-A-F, Folk am 4. F-A-F. Hier bei Maas um 11 Uhr irgendwas. 11 Uhr 28, irgendwie so. So. Jetzt sag mir mal, welche Instrumente außer deinem Kehlkopf spielst du noch? Ich spiele verschiedene Instrumente, aber ich frage einfach mal ganz kurz in die Runde. 5 Jahre
Sollen wir den Roland mal ein paar Fragen stellen? Ja, komm, also wer jetzt mal einfach eine Chance? Okay. Ich meine, der Thomas hat schon einiges über Pornhub gesagt. Wie sieht's aus? Habt ihr Fragen an Roland? Fragen zu den vielen Gästen, zu den vielen Vorbereitungen, zu den vielen Shows. Wer hat eine Frage an Roland? Wo kaufst du deine schicken Schuhe? Roland, das Outfit überhaupt. Das Outfit überhaupt? Jetzt denkt er, dass ich mich einschleime, aber ja. In Holland finde ich die geilsten Klamotten. Das ist nicht nur die geilste Stadt der Welt, sondern wirklich in Holland, kann meine Frau bestätigen, holen wir also das jetzt nicht. Aber Im Outlet? Das war nicht nur im Outlet. Ja, nein, okay, nein, ganz tollen Herrenausstatter. Ja. Ja, ja. Also den Rest natürlich in der Neutor-Galerie. Ich habe... richtige Antwort an dieser Stelle. Natürlich, ja, fantastisch. Ich hab auch eine Frage. Hier, ich sitze hier links. Ja. Sag mal, die Jacke, ne? Ja. Gibt die auch in 3XL? Ich frage für einen Freund. vielleicht nach der 40. Show, oder? Okay. Aber nee, okay, jetzt mal, Roland, eine Frage wird mich wirklich interessieren, die Leute. Jetzt, Harry hat mir gerade oben verraten, den kann man einfach anrufen, richtig? Ja. Wo kriegst du die Gäste her, Roland? Also, das ist so ein, ich weiß gar nicht, die gleiche Frage hatte mir jemand schon, ach glaube ich ja, hier Tim von Niederanzeiger gestellt. Es ist wie so ein Domino-Effekt. Also es fing mit Dave Kaufmann an und der Adnan hat den Dave Kaufmann besorgt und dann kam der Dave Kaufmann kam dann und sagt immer, ich habe dir den und den besorgt. Und dann gab Frank Busemann, kannte zum Beispiel Sven Ortke und die Yvonne de Barck, kannte dann auch noch jemand und dann kam die Eva Habermann. Es gibt natürlich aber auch Sachen, wo ich viel geflogen bin. Auf einmal sehe ich jemanden in der Warteschleife. Ich denke, Moment, das ist doch Frau Rita Süßmuth. Da bin ich wirklich zur Frau... Einfach angesprochen? Ich sage immer, ich bin so ein Typ, einfach mal machen. Ja. Ja, einfach mal machen. Ich habe da in so einer Kneipe irgendwie so eine Talkshow oder so. Nee, ich stelle mich dann... Liebe Rita. Nee, es hat wirklich funktioniert und Schön. Das ist jetzt wirklich echt nicht gelogen. Ich habe es gefragt und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Moderator in Dienstlagen. Ich weiß nicht, kennen Sie noch mal die und die Show auf NDR, ne? Mit der Kollegin, ja, in einer alten Kneipe, ja, im NDR. Aber habe ich gesagt, es läuft alles so eher mit kleinerem Budget und sowas. Und dann guckt sie mich an und sagt, das hört sich interessant an, aber ich bin erst bei Markus Lanz. Ich sage, Frau Süßmuth, gehen Sie erst, und das hat sie wirklich so gesagt, also wirklich, ich gehe erst zu Markus Lanz. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, das geht auch ins nächste Jahr weiter, prima, wo kann ich Sie anschreiben? Ja, unter den Linden, ins Büro. Und dann natürlich muss ich auch sagen, das ist wieder die Professionalität, weil who the fuck ist Roland Donner? Ja? Wenn ich jetzt nicht hier Fachdienst Kultur und Stadtverwaltung hätte, die haben immer so einen schönen Brief, dann steht dann drin, wie mit Herrn Donner, wer auch immer, da sind noch ein paar andere im Ohr, die will ich jetzt noch nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob die nun halt kommen. Da ist man im Urlaub, ist man im Restaurant und dann sage ich zu meiner Frau, Mensch, wie heißt die nochmal? Ich komme auf den Namen so und so. Und dann gegoogelt, jawohl, genau so ist es dann. Und dann spricht man einfach mal die Frau Scheinemarker. Ja, gut. Und Plasberg und so, alle Leute findet man dann da. So ja, sieht das aus. Gibt es Frage Anwesende ausgenommen? Wer war dein liebster Gast? Auch die Frage wurde auch schon mal wieder gestellt. Es ist... Also durchweg ist mir eigentlich jeder lieb, aus dem Grund, weil alle so angenehm sind, also sowohl als Harry und Rita und Hans Meiser und wie sie alle heißen. Jetzt bin ich auch mal ganz ehrlich, ich habe ja auch schon mal Adressen gekriegt von Prominenten, wo ich mir denke, da könnte ich mich auf dünnes Eis begeben, weil das sind so vielleicht so ein Krawaller. Ne? So, und dann sage ich mir auch, vielleicht, wenn wir jemand anders finden, dann nehme ich dann noch den anderen. Harry, du bist nicht als Krawaller durchgegangen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Ne? Für einen Niederländer schon mal ein Erfolg. Ich fand das ja. Muss man einfach so sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber bitte schaut da noch mal gerne rein. Ihr werdet da noch immer sehr gut informiert über Facebook, das Maß ist voll. Und da hat Harry, also du hast es jetzt getoppt, es hat noch keiner 3 Trailer im Vorfeld gedreht und hat dann gesagt... Ich bin so geil drauf, ja. Meine Kamera. Und dann hat er mit seiner Stimme... Also ich... Wahnsinn Stimme, ja. Also ganz... Leider, es ist Wahnsinn. Wir könnten jetzt hier noch 4 Stunden erzählen, aber du hast in einem Film, wir kommen gleich nochmal, aber es bietet sich so an, du hast einmal einen Synchronsprecher, weil ich denke, Synchronsprecher ist doch auch dein zweiter Job. Aber du hast nur in einem als Synchronsprecher, erzähl mal, wer Dieter Bohlen. Es ist folgendermaßen, meine Stimme verbindet man sofort mit meinem Gesicht. Und wenn ich dann quasi den Bruce Willis quasi machen würde... Dann würde ich sagen von, wieso spricht der Willis wie der Wein vor? Weißt du, das passt irgendwie nicht. Und ich wurde angefragt, um einen Film zu synchronisieren, Dieter Bohlen, der Film. Der Film, ja.
Ja, das ist eine kleine Rolle. Der Teufel ist nur eine Sequenz. Ich gesagt, ja, ist gut, Gage ausgehandelt. Ja, da bist du aber schon gut bezahlt als Synchronstimme. Ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Ich mach das, flieg nach Hamburg. Komm ins Studio und dann sehe ich diese Sequenz. Dieser Teufel sieht aus wie ich, 125 Kilo, dicke Backen, nur mit dem Schnauzer, damals noch kein Vollbart. Sage ich, scheiße, ich hätte 5000 verlangen können, weil keiner kann so sprechen wie ich, aber keiner sieht so aus wie ich und der. Also, da habe ich gesagt, ihr habt mich ausgetrickst. Aber ist in Ordnung, daraus lerne ich. Und ich brauche das nicht zu lernen, weil man hat mich nie wieder gefragt. Ja. Noch einmal danke, dass du hier bist, lieber Stefan. Jetzt kommen wir nochmal, erstmal danke dir vielmals. Natürlich können auch noch mehrere Fragen nach der Show nochmal gestellt werden. Aber jetzt, wir sind jetzt von den Instrumenten abgekommen. Ja, wie viel an der Zahl? Ja. Einige. Zähl einfach mal auf. Thomas ist der Multi-Instrumentalist. Ja, sagen wir mal. Ja. Ich bin nicht so bescheiden. Doch, nein. Ich bin mehr der Entertainer im so dann. Also von daher. Ich bin eigentlich, ich habe mit. Ja, genau. So ist es. Und du bist auch der Macher von Kneipensingen, ist das richtig? Kneipensingen, ja? Genau. Auch drei hier bei Mars. Sätze mal, ja? Ja, gerne. Wann, wo? Wieder mal? Oh, ach, Reklame. Axel, ich weiß gar nicht, ob ich Reklame machen soll. Es ist, glaube ich, quasi schon ausverkauft, habe ich gehört. Nein, aber ist egal. Ist es hier drauf? Im Januar? Am 26. Januar 2019. Da ist es. Karten gibt es demnächst hier bei Mars. Ja. In Dienstlaken nur noch bei Mars. Um das mal ganz klar zu sagen. Ja, nur noch bei Mars. Natürlich. So, Stefan, abschließend nochmal. Ihr habt nochmal eine Zugabe gleich, aber du bist der Lyriker, ist das richtig? Oder nicht ja, nur der... Ja, natürlich, ich bin der Lyriker, ja. Ja, ich bin der Lyriker, ja. Aber du spielst natürlich auch viele Instrumente, mehrere Instrumente, alle beigebracht oder schon seit Kind auf? Nein, ich spiele natürlich nochmal nur die Gitarre. Gut. Ja, der Stefan ist einer, der sagt einen Satz und dann ist das die Antwort und das ist der Lyriker. Was hören wir denn gleich zum Abschluss noch? Wisst ihr das schon oder wird das ganz spontan entschieden? So, ja, das wird bei uns ganz oft spontan entschieden. Machen wir ja. Giancoyo oder was? Oder machen wir was anderes? Gut. Tell me mal ist ein gutes Gut, ja. Dann nochmal euch beiden herzlichen Dank. Ich darf euch das hier abnehmen. Ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Und der Melvin und ich werden dann, bevor wir noch was von Pornoeuf hören, dann wird natürlich nochmal der Axel. Applaus. Aber ja, Harry, wie du gesehen hast, so viele, viele Fragen haben wir oder habe ich an dich oder wir auch an dich. Wie viel Zeit haben wir noch, damit ich weiß, wie ich meine Antworten also gestalte? Also wir sind eigentlich jetzt schon, genau wie bei Thomas Gottschalk, sind wir schon weit drüber, aber wir... Könnt ihr noch, weil wir sind ja in einer Alter... Gut. Gut, du kannst dich nochmal sammeln und schau mal, ich habe jetzt mal hier so drei so Themen, da würde ich gerne zum Schluss mit dir nochmal darüber sprechen. Aber abschließend gibt es jetzt nochmal so einen kleinen Abschlusssong, du kannst nochmal durchatmen. Ja, und der Melvin und ich würden jetzt nochmal die letzten Strophen anstimmen, richtig? Also wenn du möchtest. Ja, ich möchte, wenn du ein schönes Vorspiel mit mir machst. Oh, was Falsches gesagt? Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Das ist er. Darum macht es auch so Spaß, mit ihm zusammen zu arbeiten, ne? Ein Improvisateur vor dem Herrn. Herrlich. Seit kurzem gibt's einen Fanclub, das sind auch mehr als drei. In Summe sind da 10, eine Frau sogar dabei. So richtig nette Burschen, da geht voll ab die Feier. Und ebenso bei Heidi, obwohl der fehlen die. Alles läuft so wie es soll, das Maß ist voll. 5 Jahre sind nun rum, als wäre nix gewesen. Wir können jetzt einen trinken, hier da vorne am Tresen. Vielen Dank an euch, das tolle Publikum. Nächstes Jahr geht's weiter.
dumm, die dumm, die dumm. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll, so voll, so voll. Bis im Januar, aber noch nicht zu Ende. Melvin Schulz-Menningmann. Die letzten, ihr könnt euch schon mal positionieren. Die letzten drei Fragen, mein lieber Harry Weinfurt. Ich antworte schnell. Du kochst gerne. Ja. Du wanderst gerne? Nein. Okay, aber dann erzählst du mir gleich nochmal zum Thema Jakobsweg was. Mhm. Und du sagst mal ganz kurz, wie du denn deinen, ich darf, das ist ja kein Geheimnis, deinen 70. Geburtstag feiern wirst. Also, kochen. Ich habe gerade heute, ich weiß nicht, ich habe es oben erzählt, ich habe Fleisch bestellt, heute beim Vacu-Züchter bei mir in der Nähe und da habe ich einige Kilo bestellt, damit ich das gute Fleisch zu Hause habe. Diese Vacu-Rinde übrigens, die stehen 40 bis 45 Monate auf der Weide im Offenstallhaltung, kommen abends aber gerne rein, weil sie da einen Löffel Trester, Biertrester Nein. bekommen. Okay. Ja! Siehst du, ja, und ausgerechnet du sagst das, so ein Hungerhaken, so ein ganz ja, mager, ja, weißt du, ja, ja, ja. Der würde zu Hause, ist deine Frau auch hier, also du wirst ab sofort nur noch Biertrester zu essen kriegen. Also die in Ruhe gehaltene kleinere japanische Rinder sind sehr menschenbezogen, werden sehr ruhig und gut gehalten, nur nichts tun, was das Fettgehalt des Fleisches stört. Ja. Man braucht gar nichts. Man nimmt nur das Stück Fleisch in eine sehr heiße Pfanne. Das muss dann rein, das Fett karamellisiert. Dann einmal umdrehen, bis auch da Farbe ist. Und dann liegen lassen und ruhen lassen. Und dann auch die Zahnlosen. Keine Angst, dieses Fleisch kann man mit der Zunge am Gaumen zerdrücken. Vom also, Allerfeinsten. Es hätte kein Reporter das besser erklären können, so wie beim Fußball, wo der Ball dann nach vorne geht und die Flanke. So beschreibst du gerade den Kopfvorgang. Vom Fußball haben die Holländer keine Ahnung, außer wir spielen neuerdings gegen die Deutschen. Da gewinnen wir alles. So, mein Lieber. Zwei kurze Antworten zum Thema Jakobsweg. Das heißt, sportlich bist du jetzt nicht der Triathlet, Nein. aber am Jakobsweg hast du mit vielen Gameshow-Moderatoren was gemacht? Also folgendermaßen, Jörg Dreger, der Geh aufs Ganze gemacht hat, hatte schon 9-mal den Jakobsweg begangen. 9-mal? 9-mal schon. Jörg Dreger wollte ein 10. Mal machen und er hätte das gern im Fernsehen untergebracht. Dann hat der Kai Blasberg von Tele5 gesagt, bisschen wenig, je Dreger auf dem Jakobsweg. Da müssen mehr dazu. Dann kamen wir dann Friedrich Meissner, Glücksrat, Björn Hagen Schimpf, ein Tag wie kein anderer und Karlchen bei RTL. Ach, ja. Und ja, ja, ja. Was bin ich in den Öffentlich-Rechtlichen und Harry Weinfurt. Ja. Wir waren die 4 Old Guys und die Sendung hieß ja auch Oh Gott mit einem T. Old Guys on Tour. Ah, okay. Oh und Gott, ja. Wir sind angefangen in Somport. Und deswegen ist mein Verhältnis zu Jörg Dreger auch nicht mehr so ganz frisch. Somport liegt in den Pyrenäen in 2000 Meter Höhe. Und wir haben den ersten Tag über Stock und Stein 1200 Höhenmeter runtergewandert. Weißt du, der wiegt 78 Kilo. Friedrich Meissner, der wiegt 70 Kilo, fährt jeden Tag 50 Kilo Rad. Ich wog da 122 Kilo. Ja. Aber die hast du jetzt nicht mehr. Ich hätte, ne? Nein, jetzt nicht. Jetzt bin ich heute Morgen 107,9. Jakobsweg kann ich nur empfehlen. Man kommt nicht durch die Pyrenäen auf den Aragonischen, sondern den Französischen und im Puente la Reina anfangen. Das reicht vollkommen. Und man soll sie alleine laufen. Verabschiedet euch von eurer Lieben morgens beim Frühstück. Geht laufen. Und habt was ausgemacht, wo man sich abends trifft. Jeder läuft sein Tempo und jeder geht in sich im Kopf. Und das ist ja auch der Grund, dass man auch einfach runterkommt.
Wie gesagt, jetzt ich mache den Abschluss, mein Lieber. Wir können uns gleich nachher nochmal super. Ich finde das ja furchtbar, dass es so schnell vorbei ist. Ne? Ist unglaublich, ne? Jede Fernseh-Talkshow hat man genau 4 Minuten und hier reichen keine 1,5 Stunden. Also das ist ja furchtbar. Unglaublich. Und darum, ich hätte so schön und so gerne noch mit, wenn man googelt einfach. Hättest du noch gern was gewusst? Ja. Ich will hier nicht weg. Im Google findet man, also... Slimfast, Song, Wohnmobil, RWE, Walter Freiwald. Ich geh schnell durch. Slimfast habe ich einen 3-Jahres-Vertrag gemacht. Ja, da muss ich jeden Monat zum Doktor mein Gewicht messen, Attest einschicken mit einer dicken Rechnung, alles ist gut. Ja, aber war ja nicht aber schlimm. Eins kann ich euch alle sagen, so wie ihr hier sitzt. Schön ist das. Schlank werden und bleiben. Ja, das ist schwer, ne? Macht nur dann richtig Spaß, wenn man sehr gut dafür bezahlt wird. Also diese gut. Stimme, ja, das ist Wahnsinn, ne? Der Song, ja. Das war Jörg Dreger. Genau. Das war ich nicht. Nein. Wohnmobil. Komischerweise stand es eben, ja, aber du fährst gerne mit dem Wohnmobil. Es steht ne? auch in Wikipedia drin, dass ich zusammen mit Linda Moll eine Stiftung habe für notleidende Künstler. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Wohnmobil. Ich fahre seit 6 Jahren Wohnmobil. Ich habe ein Liner Deluxe von Carthago. Ein traumhaftes Teil. Und damit bin ich viel zu wenig unterwegs. RWE. Du hast Rot-Weiß-Essen. Ja. Rot-Weiß-Essen und Sonnenklar TV haben eine Aktion, wenn man eine Flugreise oder eine Kreuzfahrt bucht und das möchte, braucht man nur seine Reisebestätigung zurückzuschicken an Sonnenklar TV und dann kriegt man ein VIP-Ticket für ein Heimspiel für Rot-Weiß-Essen. Und ich bin jetzt auf einmal auch Fan von Rot-Weiß-Essen. Und wie das kommt, ne? Und ich kann euch ein Ding sagen... Ihr seid die tapfersten einer, denn Köln spielt heute Abend sowieso nicht. Und wer interessiert schon Schalke und BVB? Ja. So, Walter Freiwald, ihr habt der war lieb, im... Ja? Ach Quatsch. Ja, ist alles nur Bildzeitung. Das ist alles Bildzeitung. Ne? Walter genau. Freiwald war im Dschungel. Er hat mit mir 1873 Sendungen gemacht. Er war im Dschungel und hat sich furchtbar daneben benommen. So. Er wurde ja auch Bundespräsident. Ja, das hat er gesagt, genau. Senden bei Münster. Senden bei Münster, da bin ich hingekommen durch die Liebe. Die Liebe zum Münsterland ist geblieben, die Liebe nicht mehr. So, der Reis ist heiß. Der Preis ist heiß, haben wir darüber besprochen. Hast du ja. noch was? Ja, Schade, ich muss aufhören. Ich werde gezwungen, hier aufzuhören. Allerletzter Punkt, Karneval. Du bist ein riesen Karnevalsfan. Ja. Und ich habe vom Axel erfahren, der kann ja auch schon mal jetzt langsam die... Genau. Komm mal ruhig nach vorne, Axel. Was sagt dir das jetzt? Jan von Wirth! Was sagt dir das jetzt? Ja, das ist ja Wahnsinn. Sag mal, Papa. Also folgendermaßen. Ich bin im Reiterkorps Jan von Wirth in Köln. Da bin ich in 92 dazugekommen und... Ich wohnte im Hotel Maritim, da war eine große Karnevalssitzung, auf einmal läuft da eine Mannschaft ein und ich nur, wow. Und auf einmal löst sich aus der Gruppe ein Mann und sagt, Harry? Ich sage, Ralf, was machst du? Ich sage, ja, ich bin hier der Pressechef von Jan von Wirth. Und so wurde ich ein Jan von Wirther. Und ich habe genau das an, grünes Wams, also mit Silber, lange Haare, Moment, kann wo ist mein Handy? Naja, nee, ich habe mein Handy oben. Hast du es oben? Ja, so ein Pech. Warte mal, im Facebook, glaube ich, kann ich es jetzt... Ja. Also, ich trage diese, der aufwendigste Uniform im Kölner Karneval. Wie vor 80 Jahren die Männer zusammensaßen und gesagt haben, wir wollen eine eigene Gesellschaft gründen, aber nicht wie Rote Funke, Blaue Funke, Prinzengarde, Ehrengarde und so weiter, sondern wir wollen etwas haben mit Historie, was Köln betrifft. Und da war dann der Jan von Wirth. Der hat ja sein Standbild auf dem Altermarkt. Harry Weinfurt, hier bei uns, 2018, letzte Show in diesem Jahr. Es geht aber natürlich weiter. Und jetzt werden wir einmal noch hören, die Pornöfs mit der Zugabe. Und während ihr euch aufbaut, würde...
Und da ist er, der Stolperknabe. Aber es gibt ja auch noch etwas anderes. So, bevor ihr mit der Musik startet, möchte ich auf jeden Fall nicht vergessen, mich nochmal herzlich bei den anderen Sponsoren zu bedanken. Und zwar ist das Becker und Stopka. Ulrich Kroll ist heute Abend hier. Vielen herzlichen Dank. Neutor Galerie, Julian Koch. Herzlichen Dank. Agentur Goldenhaus, Immobilien im Quadrat. Vielen herzlichen Dank. Friseur Schürmann. Herzlichen Dank. Reservix, Weinrestaurant zur alten Apotheke. Und hier kommt das Stichwort. Für alle Helfer, Sponsoren und Unterstützer gibt's nachher um der Ecke leckere Currywurst vom Weinrestaurant zur alten Apotheke. Vielen herzlichen Dank, liebe Lina. Vielen herzlichen Dank, die Mithelferin. Vielen herzlichen Dank, liebe Kerstin. Danke an den Niederrhein-Anzeiger, Rheinische Post und auch an die NRZ. Jetzt ein Riesenapplaus für Ton und Technik, Marius und Jonas. An den Fotografen Dirk Pöter. Im Facebook können wir es bald sehen. An den Kameramann Kai Taubermann. Und ein riesengroßes Danke an das Team, an die Maßmenschen. Das Maß ist voll mit den Geschäftsführern Gerd Goch, Ludger Hullermann und Axel Wolf. Und alle, die hinter der Theke sind. Liebe Gabi, du warst 19 Mal dabei. Wahnsinn, vielen herzlichen Dank auch an den Bühnenbauer, den Peter. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und last but not least, ein riesengroßes Danke an Ponneff, Thomas, Volker, Stefan, an Harry Weinfort. Vielen Dank, dass du bei uns bist. So, und als Dankeschön nach dem Lied gibt's noch eine kleine Überraschung von Axel Wolf. Aber jetzt hören wir Ponneff. Und wir hoffen, dass wir uns im Januar, am 23. Januar 2019 mit Lars Riegel, den Olympianiken, Diskus werfen. Hier wiedersehen, ihr Roland Donner, Dankeschön. Auf geht's. Geschichte, der Borrin-Spieler macht 1, 2, 3 und bei der 4 hätten wir gern euren Klatsch. Nicht vorher bei 1, nicht bei 2, nicht bei 3, aber bei der 4. Bam. Können wir das mal ganz kurz machen? 1, 2, 3. Perfekt, perfekt. Natürlich. 1, 2, 3. Sehr gut. Wir machen mal einmal mal kurz. She's so handsome, she's so pretty, she's the girl of Belfast City. She's the girl, and I want to sleep. Vollkommen überraschend. Ja, verdammt schnell. Ja, das ist auch schwer. Ja, ist schon schwer. Okay, dann machen wir mal einen Sprung. She's so handsome, she's so pretty, she's the girl of Belfast City. Das war wieder das 1, 2, 3 kam für mich sehr überraschend. Ja. Wie Weihnachten. Wie Weihnachten. Okay, ich muss jetzt mal nicht. Okay, jetzt müssen wir so. Wir machen das jetzt mal rein. One, two, three, four. She's so handsome. She's so pretty.
One, two, three. Harry Weinfurt, meine Damen und Herren. Ponneuf am 23. auch hier wieder live on stage. Ja, lieber Harry, du hast uns hier einen sehr unterhaltsamen Abend gebracht. Wunderbar. Wir haben dir sehr gerne zugehört und auch natürlich eure Musik. Und damit das ein bisschen nachhaltig ist, damit du immer schön an diese Kneipe zurückdenkst, du hast ja gesagt, du fühlst dich hier wohl, haben wir dir was, möchten wir dir was geben, was so die 200 Jahre alte Geschichte der Kneipe Maas so beinhaltet und in eine Münze, wo diese Kneipe drauf ist. Auf der Rückseite ist unser Stadtwappen. Bürgermeister ist auch irgendwo verewigt. Und dann kannst du sagen, das ist ein bisschen nachhaltig. Wenn du irgendwann mal die Schublade öffnest, dann sagst du, oh, das war schön da. Das hat mir gut gefallen. Vielleicht komme ich nochmal irgendwie zu Besuch und ich würde mich freuen. Vielleicht kommst du wirklich mal so privat vorbei, mal ein Bierchen trinken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Herzlichen Dank für dein Kommen. Danke. Aber natürlich auch Pont-Neuf, die ja hier im Dienst eine absolute Stadtgröße sind. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, auch euch diese schöne Münze zu prädenzieren. Und ja. Dann brauche ich euch beim nächsten Mal schon mal keine mehr zu schenken. Okay, also im Namen von Maas, von unserem Maas-Team, vom Ludger Hullermann, Gerd Goch und meiner Wenigkeit, möchten wir euch gerne diese Münze überreichen. Hinten steht so ein bisschen was über die Stadtgeschichte, über die Geschichte der Kneipe Maas und auf der Rückseite unserer Stadtfarm. Herzlichen Dank und für einen tollen Abend. Dankeschön. Ja, und jetzt steht natürlich auch noch herzlich gerne der Harry für Fotos, Pont-Neuf für Fotos. Wir schieben jetzt kurz die Tische weg. Ja, und dann bleibst du noch ein bisschen bei uns, denke ich, Harry? Ja, ich bleib noch ein bisschen. Ja, das freut uns. Allgemein, was hier geht, jeder smilet und ist breit auf dem Bike unterwegs. Hier ist einiges okay. Holland, meine Stadt, hier will ich eigentlich mal leben. Achtung! Lecker Strand und lecker Mais, lecker Waldkante. Lecker Schokomel und Fladen, wir sind high, high. Lecker Neukel auf die Wallen, sonder te bezahlen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Holland ist die geilste Stadt der Welt.